Ja, warte, ich kann versuchen, die wegzuknallen. Oder rauszulocken. Ich bin ja auch hier. Ja, ich bin Ich lock schon, die jetzt mal ich raus. bin schon raus. Gut. So, was geht mit dem Auto bei der Polizeiwache? Kann man das irgendwie reparieren? Das ist nochmal so ein Gebäude, was wir eben gefunden haben, wo wir so viel Loot gefunden haben. Ah, cool. Noch eine Aber das Bandage, ist aber die gar kann ich keine gerade nicht nehmen. Polizeiwache, wo der Vorstand. Ja, das ist ja irgendein Restaurant Ja, einfach nur. genau, sowas ist das. Aber die Zombies blockieren mir gerade den einzigen Ausgang. Nee, oder? Aber ich laufe mir gerade schnell ihre. Ah, ich blute schon wieder. Aber kein Problem. Gear, bandagieren. Ich habe mich einfach dreimal hintereinander geschlagen. Junge. Ich muss jetzt leider schießen. Ja, wegen mir. Ich loote hier diese Baustelle hier noch. Ja. Wo liegt denn jetzt die scheiß Bandage? Die war doch hier irgendwo, oder? Da ist er. Okay, ich bin draußen. Noch eine Axt. So, den Ural kann man auch benutzen, aber da fehlt voll viel Glas und so ein Scheiß. Bist du in der Baustelle drin? Ich habe schon zweimal Windscreen Glass, ne? Wenn wir vier Reifen haben, können wir den Wagen reparieren, der hier steht. Den SUV meinst du, ja. Schieße wieder. Alter, dass sie durch die Scheibe nicht sterben, wenn man sie durch die Scheibe trifft. Ich schmeiß jetzt meine G17 hier hin. Und keine Munition dafür oder ja, was? Ja, komm, wir haben die schon seit Urzeiten mit rum. Und hier ist keine Munition. Mit der Makarov komme ich ja auch gut zurecht. Ja. Das Gear hier drin ist aber auch leer. Ja, pass auf, wir treffen uns. Ich habe die beiden Windscreen-Glases jetzt einfach mal hier reingepackt. Ja. In den Wagen, damit, falls wir den reparieren wollen. Wir rennen jetzt gleich aus der Stadt raus und dann treffen wir uns bei 164 senkrecht und 130 waagerecht, okay? Moment. 164 senkrecht. 130 waagerecht. Wo die Straße wieder so einen kleinen Knick macht, ne? Gut. Boah, Alter! Die, in dem Ural ist voll viel Stuff drin. Echt? Ein Betonmischer, ein Epipen. Und? Eine AK, ne, keine Standax, aber eine AKS mit drei AK-Magazinen. Und was noch? 45er Munition. Wo ist denn der Ural? Der steht vor dem, wo du dachtest, das war die Polizeiwache. Ja, da will ich eigentlich hin. Ich glaube, ich nehme mir doch wieder die AK jetzt. Weil ich habe so viele Magazine für die. Was denn für eine AK? S, die kurze. Ich brauche ohne Visiereinrichtung. Vielleicht die AKM oder so. Kannst du ja nachher immer noch. Ja, ich bin hier. Ich habe aber so viele Zombies im Gepäck. Vorsicht, ich komme. Ich bin ja noch im Ural dran. Ich lock die Zombies einfach weg. Ja, ich mach schon. Wo bist du? Ich mach schon, ich hab die hier hinten. Der kommt jetzt zu mir.
vorher da drüber geschossen. Krass. Alter. Na also. Bist du am Ural dran? Noch nicht. Ich glaube, ich musste den einen Zombie da noch loswerden. Um 10:14. Ja, eigentlich könnten wir versuchen, den mal zu reparieren, ne? 7,62 mal 39. 5,45 mal 39. Sollen wir den einfach reparieren, Dennis? Den Ural? Ja. Dann brauchen wir aber mindestens 3. 5 Reifen. Felder, ja. Ja, oder wir reparieren hier den, den Dingens, dann brauchen wir 4 Räder. Aber ich guck mich mal kurz auf den Fahrersitz. 5 Räder. Sprit hat. Kein Sprit. Hat der Ural-Sprit? 1, 2. Der Ural hat wenigstens Sprit. 2. Ja, wir brauchen noch Fuel Tank Parts und all so ein Scheiß. Ja, aber dann würde ich sagen, laufen wir nochmal nach Dingensen rein. Nach Sabina rein und holen uns aus der Baustelle noch Stuff raus. Weißt du, was ich meine? Aber müssen wir mal voll weit hin und her laufen, das ist ja auch wieder Schwachsinn. Das ist halt der Kack. Sollen wir uns nicht erstmal in Sabina, oder ist hier irgendwo so ein Industriegebiet ein großes? Molotowsk ist das nächste. Oder Ekaterinburg, oder wie das da oben heißt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal. Da ist voll viel Industriestuff. Boah, Junge, das ist. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Molotowsk und guck mal da, weil da ist auch dieser Hafen und so. Weißt du, was ich meine, da oben? Wenn, dann gucken wir da ein Auto zusammenzubauen, oder? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu unserem Nachpoint. Ich guck mal kurz bei Molotowsk, ob da. In dem SUV ist auch nichts drin gewesen. Nee. Aber hier kannst du doch Sachen rausnehmen und hier ist auch ein Windscreen-Glas drin. Ja, die habe ich ja gerade eben da reingetan zum Reparieren. Hier sind 2 Windscreen-Glases drin. Ja, deswegen. Ich dachte, wir reparieren den hier. Ja, hast du noch Platz, das mitzunehmen? Die Windscreen-Glases? Ich kann noch 2 mitnehmen, ja, schon gut. Kann ich halt nichts mehr looten. Ja, nee, lass die hier drin, Alter. Ich schmeiß, zur Not schmeiß ich die einfach raus. Ist doch cool, wenn wir da hinten jetzt in Molotowsk was finden, was wir reparieren wollen, ein Auto. Da ist auch ein Autospawn. Und ein SUV sogar. Ja, komm, ab geht's. In der Baustelle war nichts drin? Nee, nichts Gescheites. Nur Essen und Trinken habe ich mitgenommen. Ja, ist ja auch schon mal was. Wahrscheinlich ist da eine Fritze im Molotow, ne? Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Naja. Wir müssen halt so vorgehen wie mit dem Hubschrauber, dass wir den ganzen Stuff, den wir brauchen, in dem Auto dann bunkern. Geh mal in den Wald zwischen die Tannen. Ja, ich wollte gerne sehen, aber wir können die Straße noch sehen, ne? Ob der Typ zurückfährt. Ja, die sehen wir ja, wenn wir hier am Wald dranbleiben. Sollen wir jetzt nicht direkt querfeld einlaufen hier? Nee. Ja doch, machen wir hier, aber wir laufen nicht an der Straße lang. Nee, mancher. Ich meine, hier ist einfach direkt nach Molotow durch. Zum, zuerst zu den 2 Lagerhallen, die hier vorne sind, da kann man nämlich rein. Oder ist das Baustelle oder was ist das hier? Ne, 2 Lagerhallen, da kann man rein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die ersten 2 großen gelben Vierecke. Und dann, wo bist du denn jetzt überhaupt? Ich bin gerade ausgelaufen. Schon weiter? Mhm. Ja, der Terrakotta, boah, du bist ja schon voll weit weg. Ja, die 2 gelben Punkte, die looten wir zuerst. Ja, ich mach kurz Aufnahmestopp, ansonsten wird die Datei viel zu groß. Ich habe nämlich fast keinen Platz mehr auf der Festplatte. Bis gleich, Leute, ich mache wieder an, wenn was Interessantes passiert. So, Leute, ich fange mal wieder an aufzunehmen hier. Wir sind fast in Martin. Das heißt. Steht ein Auto. Okay, vielleicht ist das von diesem einen Typen, ne?
Warum haben die mich jetzt alle gesehen? Kannst du mir das erklären? Das verstehe ich nicht. Wo steht ein Auto? Die haben mich da alle gesehen. Ja, die laufen hinterher wie läufige Hunde. Ach, den Pickup, ne? Genau. Da hinten, ja. War das so einer, mit dem der Typ unterwegs war? Nee, das war ein anderer. Gut, ich lauf mal den und check das ab. Ich hab die zwei Scheiben noch dabei. Wenn wir Glück haben, ist da sogar Sprit drin. Aber wir brauchen jetzt erstmal irgendeine Art von fahrbarem Untersatz. Der Rest ist erstmal egal. Ich hab keinen Bock mehr hier zu Fuß rumzulaufen. Also ich meine, hilft ja nichts, ne? Wenn wir zu Fuß rumlaufen müssen, müssen wir halt zu Fuß rumlaufen. Aber die Tatsache, dass es hier Autos gibt und wir die noch nicht repariert haben, ist so schrecklich zu ertragen. Ja. In der Tat. Okay, der Zombie ignoriert mich einfach. Was sehen wir hier? Feuerholz. Zwei Pläne. Bandit Level 1 und Hero Level 1 anscheinend. Habe ich schon beides. Was ist das hier? Ein Zahlenschloss? So, ich muss jetzt gleich einmal schießen oder zweimal. Oh, hilft ja nichts. Okay, der Wagen hat keine Räder. Und wie es aussieht auch. Aber die Scheiben sind glanz. Ganz. Rechtes Glas, linkes Glas kaputt. Fuel Status, wir brauchen Fuel Tank. Ich setze mich mal ans Steuer. Ein bisschen was drin. Ja, sollen wir den benutzen? Wen denn? Der Wagen, der hier steht. Den Pickup oder ja, was? Müssen wir halt. Ja, der hat relativ viel kaputt und wir müssten halt. Ja, wir müssten halt hier irgendwo tanken, aber hier vorne ist ja direkt eine Gasstation, weißt du? Hier am Hafen. Da kann man ja an diesen Waggons auffüllen, wenn das funktioniert. Dann können wir den eigentlich direkt benutzen. Müssen wir auch nicht so weit laufen. Ich muss jetzt auch schießen. Ich musste ja gar nicht schießen. Ah doch, der hat mich gesehen. Ach, da kommt hier rausgelaufen. Krass, ich dachte, die können hier nicht rauslaufen. Alter, komm schon hier rein. Jawohl, trau dich. Wow, seit wann können die hier drin laufen? In der Polizeistation können die immer laufen. Nee, ich bin nicht in der Polizeistation, ich bin in so einem Haus gewesen, aber da konnte er drin laufen. Ich guck mal hier ins Gear rein. Ist aber nichts drin. Dann repariere ich schon mal die Scheiben von dem, ja? Oder soll ich erstmal warten, was der andere Wagen da hinten sagt? Oh. Dennis? Ja, wegen mir. Ja, repariere schnell die Scheiben von dem. Also, Repair Glass. Okay, ich habe jetzt. Achso. Ich muss natürlich die andere Glasscheibe aus meinem Rucksack rausräumen. Windscreen Glass, wo ist das? Und der mich jetzt hier gesehen hat, ne? Das versteht kein Mensch. Oh, das ist ein Zombie. Schnell, beeil dich mit dem Reparieren. Aber da kann mich da anscheinend nicht killen. Oh, jetzt kommt er näher. Oh oh. Was ist passiert? Ich hab geschossen. Ich war das. Was passiert? Oder warst du, weil du gerade verfolgt wirst? Schießt du da gerade? Ja, ja. Brauchst nicht mit Munition zu geizen, ich habe noch zwei Magazine für dich, ne? Nicht vergessen. Scheiß Zombies, oh, da war was zum Gieren. Ein Marker auf Magazin. MP2 Silence liegt hier auf jeden Fall schon mal.